Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Sophie und heute zeige ich euch das erste von drei Rezepten mit den gleichen Grundzutaten. Die Grundzutaten sind eine rote Zwiebel, zwei Möhren, zwei Paprika und zwei Zucchini. Wenn ihr irgendwas davon nicht mögt, ihr könnt es ersetzen durch Blumenkohl, Brokkoli, Mais, Pilze, was immer ihr mögt. Das erste Rezept ist ein Gemüseauflauf. Dafür brauchen wir 300 ml Milch, 3 Eier, 4 Esslöffel Mehl, 200 Gramm Käse, ich nehme Gouda, Salz und Pfeffer. Achtung, fertig, los! Heute nehme ich den Chef S und folgende Aufsätze. Für die Zwiebel den 6x6 mm Aufsatz, für die Möhre den verstellbaren Hobel vom Chef, für die Paprika den 12x48 mm Aufsatz, für die Zucchini den 12x12 mm Aufsatz und für den Käse die grobe Reibe. Der Chef S und der Chef, die sind kompatibel, deswegen kann ich hier auch diese beiden Aufsätze nutzen. Ansonsten braucht ihr noch eine Pfanne und eine Auflaufform. Ich nehme hier die Plasmapfanne von Genius, die kann ich nämlich so auch später einfach in den Backofen stellen. Den heizen wir jetzt schon mal auf 180 Grad Umluft vor. Wir erhitzen die Pfanne und geben ein bisschen Öl rein. Wenn ihr die Plastikschüssel nutzt, könnt ihr genau wie beim Chef die kleine Plastikschüssel nehmen, reinstellen und die Zwiebel gleich einmal umschütten. Wir nehmen für die Zwiebel den 6x6 mm Aufsatz. Einmal probieren, dass es auch richtig sitzt. Ich habe den Strunk rausgeschnitten und schneide die Zwiebel. Manchmal ist es so, dass die Haut ein bisschen zu hart ist. Dann nehmen wir die obere Schicht einmal ab. Passt natürlich auf eure Finger auf. Dann klappt das. So könnt ihr nämlich den kleinen Behälter einfach rausnehmen. Wenn ihr mal nur Zwiebeln schneiden müsst, bleibt dann nämlich der große Behälter sauber. Das geben wir jetzt schon mal in die Pfanne. So können wir nämlich parallel zubereiten und schneiden. Die Messer gebe ich immer in eine Schüssel mit Wasser, dann weichen die in der Zeit ein und ich kann sie später leicht reinigen. Die Möhren möchte ich in Scheiben haben, deswegen nehmen wir hier den verstellbaren Hobel vom Chef. Und stellen ihn auf die Stärke ein, die wir möchten. Ich probiere es mal mit 3 mm. Wir gucken uns das erstmal an. Ich lasse den Strunk dran, weil wir da gleich mit dem Spießer das noch aufspießen können und ihr habt weniger Reststück. Jetzt könnt ihr euch eben überlegen, ob die Stücke so sind, wie ihr sie haben möchtet. Ich lasse sie so. 3 mm. Und dann nehmt ihr lieber den Fingerschutz, spießt die Möhre auf. Und jetzt seht ihr, ich habe wirklich nur oben den Strunk übrig, den ich nicht weggeschnitten habe. So, die Zwiebeln schmoren schon schön. Wieder aufspießen. Und wieder nur das kleine Reststück. Den Hobel mit dem Mechanismus lege ich nicht ins Wasser, den spüle ich so ab. Bleibt es orange von dem Beta-Carotin, könnt ihr das mit Öl abbekommen, da das ja fettlöslich ist. Wir geben die Möhren jetzt auch schon mal dazu. Für die Paprika nehmen wir den 12x48 mm Aufsatz. Setzen uns wieder das Schneidoberteil ab und probieren natürlich und los. Der Chef hat ja eine Fläche von 9x12, das passt gut drauf und ihr könnt die Paprika schön schneiden. Die kleinen Stücke könnt ihr gleich mehrere drauflegen. Passt auf eure Finger auf. Schon ist auch die Paprika geschnitten. Wem das zu groß ist, zu lang ist, der nimmt einfach den 24x24 mm Aufsatz oder den 12x12. Die Zucchini schneiden wir jetzt mit dem 12x12 mm Messer. Dafür schneiden wir sie in Scheiben vor und dann in Würfel. Thank you.
Wenn ihr über den Rand kommt, geht es nicht. Also immer schön im Schneiddingens bleiben. Und auch die Zucchini sind fertig. Das geht immer so richtig schön schnell. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut das riecht. Jetzt kommt die Zucchini auch noch rein. Das lassen wir jetzt mit Deckel schön 10 Minuten ziehen und bereiten schon mal die Soße für den Auflauf vor. Für den Käse nehmen wir die grobe Reibe. Dafür brauchen wir den Vario-Rahmen vom Chef und die grobe Reibe. Als Tipp, wenn ihr Käse reiben möchtet, am besten im Kühlschrank aufbewahren. Ich hatte ihn jetzt gerade eben auch noch mal bis jetzt im Kühlschrank. Und das Messer einmal befeuchten, dann lässt sich der Käse besser reiben. Das nur als Tipp am Rande. Wir reiben uns jetzt 200 Gramm. Und hier braucht ihr ja nur die Reibe ins Wasser geben. Das sieht doch super aus. Jetzt mischen wir uns die Soße. 300 ml Milch, 4 Esslöffel Mehl, die 3 Eier. Salz und Pfeffer. Und der Käse. So ein bisschen was lassen wir uns für oben drauf und das vermengen wir. Die 10 Minuten sind um. Das Gemüse wird auch gesalzen und gepfeffert. Und jetzt kommt die Auflaufsoße drüber. Das vermengen wir schön. Für die Optik noch ein bisschen Käse, den wir vorhin übrig gelassen haben. Ich kann bei dieser Pfanne den Griff abnehmen, deswegen kann die so in den Backofen. Wenn das bei euch nicht geht, dann bitte einmal umschütten in eine Auflaufform und für 35 bis 40 Minuten in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad. Tada! Mein Gemüseauflauf in der Plasmapfanne von Genius. Einfach zack, rein und wieder rausholen aus dem Ofen. Super praktisch, habe ich jetzt festgestellt. Und wir probieren natürlich, ich nehme jetzt hier mal so ein Stück raus. Dann seht ihr die Konsistenz. Der Käse ist schön überall zwischendrin und ich bin echt gespannt, wie es schmeckt. Ist natürlich jetzt noch mega heiß. Alles drauf und probieren. Schmeckt nach mehr. Und her damit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis nächste Woche, dann kommt das zweite Rezept mit den Grundzutaten.